Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome back on my channel or welcome to my channel. Today I chose the colors purple and I want to do a cake stand again because I really love this mold. Ich mache heute nochmal eine Etagere, weil ich diese Form einfach so schön finde und ich muss sie einfach nochmal benutzen. Diesmal in Lila. Ich habe mir meine Farben angerührt und zwar habe ich einmal, was ich jetzt gerade gieße, ein dunkleres Lila. Das habe ich mir selber zusammengemischt. So my first color, which I'm pouring right now, is a purple. I mixed it myself, so I cannot give you the exact names. It's a deep purple. Die mittlere Farbe ist von Dippon das Pigmentpulver Neochrom. Das sah im Töpfchen so ein bisschen lila schimmernd aus. Ich habe aber festgestellt, dass das ganz schön bläulich schimmert. Ist eine mega coole Farbe, passte jetzt aber nicht ganz so zu meiner Farbauswahl. Dementsprechend habe ich da noch ein bisschen Juicy Violet Pearl mit reingemischt. Das ist ein sehr knalliges Lila, um das Ganze halt ein bisschen mehr lila zu kriegen. So my second color is a pigment called Neochrom, and when I looked in my jar, I thought, oh, this is kind of a reddish purple. I love this color, but mixed in resin, they look different. So the Neochrom is like a reddish purple, but with a blue shimmer. And I thought, oh, this doesn't really fit to my dark purple. So I mixed in some Druzy Violet Pearl, which is a bright purple pigment powder from Dippon, just to give it more like a purpley color. Die letzte Farbe, die weiße, die ihr ganz rechts seht, das ist Ghost Violet Pearl. Das ist ein weißes Pigment mit einem lila Schimmer drin. So my last color, the white one, is called Ghost Violet Pearl, which is a nice white pigment powder, but with a purple shimmer undertone. It's an interference color. So, yeah, basically now I'm just pouring an outer ring with my deep purple. Ich mache also jetzt erstmal einen äußeren Ring mit meinem dunklen Lila. Fülle mit klar auf. Ach so, für die Mitte habe ich mir ausgesucht Blattgold, aber in Lila, also Blattlila quasi, und ein paar Crystal Diamond Flakes von Dippon für ein bisschen Schimmer. So I'm just pouring my outer ring, then I fill up with clear, and for my center I used some like this gold leaf but in purple, so like a purple leaf, and some Crystal Diamond Glitter Flakes. Yeah, this is my center, and then after that I'm just pouring in my colors, but you will see that in a minute. Ihr seht also gleich, was ich als nächstes mache. Erstmal mache ich ganz normal den äußeren Ring. Ich versuche den so gleichmäßig wie möglich zu machen. Wenn ich die Farben nachher gieße, dann mache ich das Ganze ein bisschen schneller, weil sonst wird es für euch zu langweilig. So I try to pour my outer ring quite evenly. And this is real time. And when I pour my colors, I just speed up my video because this is quite boring for you and you will see exactly what I'm doing. So, jetzt kommt mein klares Harz. This is my clear resin. Oh, and something important. Well, first in German, then in English. Eine wichtige Sache noch. Ich habe diesmal ein anderes Harz benutzt. Ich benutze ja sehr, sehr gerne das Honey Resin von Dippon. Und diesmal habe ich das B20 genommen. Auch von Dippon. Und es ist einfach so, dass unterschiedliche Harze unterschiedliche Effekte machen oder anders halt reagieren. Und ich benutze sehr viel Honey Resin und wage mal zu behaupten, dass ich mein Harz ganz gut kenne und auch weiß, welche Effekte ich damit hinkriege. Und wenn man ein anderes Harz benutzt, dann fängt man im Grunde genommen neu an zu lernen und muss sich da erstmal wieder richtig einfuchsen und dran gewöhnen. Deswegen wird der Effekt zum Schluss, es wird trotzdem schön, aber der Effekt ist nicht ganz genau das, was ich wollte, einfach weil ich ein anderes Harz benutzt habe. So this time I'm using a different resin. I mainly use the Honey Resin from Dippon, which is a medium viscosity, medium to high viscosity resin. This time I'm using the B20, which is a low viscosity resin, and I would say I know my honey resin, so I know what kind of effects I can achieve. I know, well, what kind of colors, and well, I'm really used to my honey resin. So this time I used the B20 from Dippon. Dippon is a German company, a German brand, but they ship worldwide. So I have a discount code. Check out my description box if you want to try something from them. The pigments, the resin, they are really amazing. So this time I used the B20, which is a low viscosity resin. And every time you start or you use a different resin, well, I don't start with the B20, I already know this. But every time you use a different resin, you get different effects and you have to start learning again and how much color and, well, you start all over again. So my effect isn't what I really wanted or what I knew I could have achieved with my honey resin
It's still pretty though, it's just different. So keep in mind that every time you use a different resin, a different brand of resin or a different type of resin, you will find out that you have to start all over again and you get different effects. So, well, the end result is still really, really pretty. I love it. It's just different. So now I'm going in. I had my clear, I have my center, and now I will speed up the next part because I'm just pouring in the colors. So, ich mache jetzt ein bisschen schneller gleich, damit es nicht zu langweilig für euch wird, und dann könnt ihr zuschauen, wie ich meine Farben gieße. Ich gieße jetzt meine erste Farbe und ich folge immer der Linie von meiner Form. So this is my first color and I'm just really following the pattern of my mold. So I'm really like pouring this kind of star flower design. Willkommen zurück, welcome back. So we're ready to demold our purple cake stand. So let me just put scissors out of the way. My God, my table is a mess. Ich habe hier so viel Zeug stehen. So, guck mal, erstmal als erstes. This is my little purple star. Das war die Farbe, die wir hier benutzt haben. Total schön. So, also ich bin mal gespannt, ob die Farbe nach unten durchgerauscht ist. Oder ob das Ergebnis schön geworden ist. I'm really curious if my micas just sank to the bottom or if it's a nice effect. If not, this side is pretty. Ich liebe diese Seite schon, die finde ich total schön. Gucken wir mal, was die andere Seite macht.
Wollen wir erstmal beide Seiten so hinlegen? Just put my molds out of the way. Ich entforme erstmal und dann kann ich meine Form erstmal beiseite legen. Und dann schauen wir uns gleich das Ergebnis an. Okay, so number two. Dann bin ich jetzt aber mal gespannt. Achtung. Wow, I like this effect. This is the ghost violet. Looks a bit like a flower. I don't know which side. I think this time. But it really looks like a flower. Wow, I love both sides. Ich mag wirklich beide Seiten. Ich habe ein bisschen viele Sterne reingemacht. I put in a little bit too much of the crystal flakes. Which side do you prefer? Welche Seite mögt ihr lieber? Ich glaube, ich mag tatsächlich die lieber. I think I like this side better than this one, or? What do you think? I'm not sure. I love it. Like this? Or like this? Like this. I think we take this side. I don't know. Well, we see. I used a different resin, not a different brand of resin. I also used a Dipon resin, but I used a different resin. And yeah, sometimes you know which effect your resin will make, but sometimes, well, if you use another resin, you have to adjust and you have to learn the effects with this resin. So, well, anyway, but I love it. I'm going for this side. I really love this one. Okay, so I will make this one ready. I will do a top coat, because this side has this sharp edge. Ich mache also noch einen Topcoat drauf, weil diese Seite hat immer diesen Schrumpfrand und das merkt man natürlich. Also werde ich hier noch eine Schicht drauf machen, dann ist das schön glatt. Und dann, ja, werde ich euch ein Foto machen von der fertigen Etagere. Auf jeden Fall gefällt sie mir sehr, sehr gut. Gut. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich finde beide Seiten, das ist halt funkelt. Ne? This side is really sparkly with this ghost violet pearl. You see the white with this violet touch. I love both sides. And you have this 3D effect on this side. Well, anyway. Okay, I hope you enjoyed the video and I hope to see you in the next one. So don't forget to hit the subscribe button and the thumbs up. And see you next video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie, also es hat euch gefallen. Ich bin noch gerade ein bisschen unschlüssig, welche Seite. Ich habe ja ein anderes Harz benutzt und das ist halt immer so ein bisschen so eine Sache. Da muss man erstmal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, abonniert gerne meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Tschö! So sieht das fertige Ergebnis von der einen Seite aus. Die andere Seite zeige ich euch gleich auch. This is my result from the upper side and I will show you the other side as well. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr das Lila mögt. Es ist mal was ganz anderes. Ich mache ja nicht viel mit Lila. Hinterlasst mir gern ein Abo, einen Daumen hoch. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. So, I hope you liked the video. Please subscribe to my channel. Leave a thumbs up and see you in the next video.